Leo ist im australischen Outback als Kind von Wanderarbeitern aufgewachsen. Vater Alkoholiker, die Mutter wird regelmäßig vom Vater verprügelt. Schon als Kind hat er sich geschworen, niemals arm und von niemandem abhängig zu sein. Er verwechselt Abhängigkeit mit Ausgeliefertsein und glaubt, dass Geld und ein schnelles Auto glücklich machen. Herzlich willkommen bei Asra Blog. Ich bin Asra. In diesem Blog geht es um Comics, um Bücher, ums Zeichnen. Ja, es geht auch um Schönheit. Es geht um die Klimakrise und um alles, was wir machen können für ein besseres Leben. Und heute geht es um den Wandel im Kopf. Als ich für meinen Comic Moschberg recherchiert habe und die Story schrieb, habe ich den Schuster gefragt, was seiner Meinung nach passieren müsste, damit die Stadt zur Transition Town wird. Er meinte, nix, da gibt's nix. Die werden sich in 100 Jahren nicht ändern, die sind einfach zu dumm. So, und weil ich das nicht glauben will, habe ich einen Comic gezeichnet, Moschberg. Angefangen hat es mit den Bildern. Ich laufe durch meine Heimatstadt und sehe, wie sie sich verändert hat. Ich stelle mir vor, wie es sein könnte. Gar nicht unbedingt so wie früher, aber schöner. Auf moderne Art schöner. Die Bilder gingen mir nicht mehr aus dem Kopf. Ich habe Fotos gemacht und angefangen zu zeichnen. Und dann kam die Geschichte von Leo und Mona dazu. Leo besucht Mona in Moschberg, er kennt sie aus Australien. Zuerst ist er skeptisch gegenüber diesem ganzen Öko-Kram. Victors Auto findet er zwar schick, aber eigentlich, weil es ein Sportscar ist. Er lässt sich von Mona alles zeigen, was die Moschberger jetzt anders machen und erklären, warum sie das machen. Aber aufs Auto verzichten, Gemüse selber anbauen, das kann er sich nicht vorstellen. Er mag Mona, aber als sie ihm Vorwürfe macht für einen Flyer einer Investmentfirma, die das schönste Teil von Moschberg zubauen will, endet der Abend in heftigem Streit. Die Wände bringen zwei Dinge, okay, vielleicht auch drei. Also, Leo sieht natürlich, wie schön und lebendig so eine Transition Town ist. Er erlebt, wie die Menschen zusammenarbeiten an einer großen Idee und sich umeinander kümmern. Das zweite ist der völlig überzogene und brutale Polizeieinsatz gegen die Demonstranten. Leo hat einen starken Gerechtigkeitssinn und sowas kann er nicht ausstehen. Dann passiert was, was Leo endgültig zum Umdenken bringt. Als er in einem Noteinsatz Monas Mutter versorgen muss, die pflegebedürftig ist und total abhängig, sie kann nicht mal allein aufs Klo gehen, da macht er die Erfahrung, dass man total von anderen abhängig sein kann und dabei aber trotzdem seine Würde nicht verlieren muss. Na gut, dass er Mona gern hat, hilft vielleicht auch. Ich habe mir Folgendes überlegt. Meine Heimatstadt im Sauerland, mein Modell für Moschberg, hatte schon im 13. Jahrhundert Stadtrechte. Die waren da immer freie Bauern. Es gibt weder Herrenhaus noch Adelssitz. Karl der Große musste mehrmals zurückkommen, um die eigensinnigen Sachsen zurückzuerobern und zu rechristianisieren. Meine These, die sprichwörtliche Sturheit und Freiheitsliebe der Sauerländer, könnte sich ja vielleicht auch dazu bewegen, sich unabhängig zu machen von fossilen Rohstoffen und von internationalen Konzernen. Unrealistisch ist das überhaupt nicht. Es gibt jetzt schon über 100 Transition-Initiativen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und weltweit werden es immer mehr. In Totnes in England hat alles angefangen. Rob Hopkins gibt praktische und zur Nachahmung geeignete Tipps in dem Buch Energiewende, das Handbuch, 2001-2008. Gus Spade, Professor für Umweltpolitik und nachhaltige Entwicklung an der Yale University, USA und Chefberater der Nationalen Umweltkommission unter den US-Präsidenten Jimmy Carter und Bill Clinton, hat mal gesagt, Zitat, Früher dachte ich, dass die größten Umweltprobleme der Verlust der Artenvielfalt, der Kollaps der Ökosysteme und der Klimawandel wären. Ich dachte, 30 Jahre gute Wissenschaft könnten diese Probleme angehen. Ich habe mich geirrt. Die größten Umweltprobleme sind Egoismus, Gier und Gleichgültigkeit. Und um mit ihnen fertig zu werden, brauchen wir einen kulturellen und spirituellen Wandel. Und wir Wissenschaftler wissen nicht, wie man das macht. Ich weiß auch nicht, wie man das macht, den Wandel herbeiführen. Aber wenn mein Comic und Asra bloggt, vielleicht euch an eure Sehnsucht erinnern. Und wenn ihr Bock kriegt, was zu verändern, dann hat der Wandel schon angefangen.